Ich glaube, die Serie über Webseiten, wie man Webseiten macht, da muss ich mal ein bisschen fortsetzen. Da kommen jetzt immer Videos, weil die Anrufe, das ist manchmal, was kostet? Das Thema haben wir schon hinter uns. Ja, die Frage ist einfach, du willst gefunden werden. Es gibt so und so viele Mitbewerber, die schon jahrelang im Internet drin sind. Und die eine alte Webseite haben, die 5 oder 10 Jahre alt ist, die wird besser bei Google bewertet als eine Seite, die du jetzt heute reintust. Ganz neue Seite, hol rein, die wird also ganz gut, wird nicht so gut bewertet. Aber das verstehen die Leute nicht. Die meinen, eine Webseite, zack und zack. Dann braucht eine Webseite viele, viele, viele Unterseiten, viele, viele Bilder und was weiß ich. Und dann gibt es welche, die bei eBay annoncieren und sagen, ach nee, dann bleibe ich bei eBay. Ja klar, kannst du bei eBay bleiben, kostet nichts, kostenlos. Da steht aber nicht drauf, wer, was, wie, wo. Und wenn ich einen Anstreicher oder einen Gärtner brauche zum Rasenmähen oder einen Umzugsfotzen oder einer, der mir sonst was macht, bei eBay gucke ich nicht nach, weil ich möchte wissen, wer ist das, welche Firma ist das. Und eine Webseite mit ganz vielen Bildern, mit ganz vielen Texten, das erscheint mir seriös. Dann kommt es auf die Bewertung an. Lass dich von deinen Kunden doch bewerten. Desto mehr Bewertungen das hast, desto höher gehst du nach Google. Und nebenbei, ich sage es immer wieder, wenn du Skype zu Hause hast, ich habe Skype, dann kann ich dir von meinem Bildschirm aus zeigen, wo drauf es ankommt. Und das kostet dich nichts. Das ist eine Beratung, die kostet nichts. Ich mache das gerne. Ich mache das aus Spaß an der Freude. Und wenn du das nicht in Anspruch nimmst, ist das dein Problem. Dann mach weiter, was kostet.